Hallo meine süßen Damen und meine brotzigen, muskelbepackten Männer, wie wir es gewohnt sind. Hier in Reih und Glied sitzen wir mit unseren Arschbacken gepresst an unseren schönen Sessel, der natürlich nichts weiter oder nichts weniger zu da ist, um ein bisschen Wärme zu bekommen. Wärmendes Arsch. Na gut, über Arsch und andere Sachen. Wir haben ja noch... Ah, guck mal, ich probiere was aus. Wir haben noch den hier, den Fummel hier. Okay, das bringt nicht so viel, weil wir kein Dingens haben da. Na siehst du, hätte man auch irgendwie hochkommen können, nicht deppert. Aber na gut, ich bin nicht so klug, um das rauszufinden. Aber gut, wir hätten auch so mit dem Stab. Ich muss das zuerst ein bisschen lernen, ob wir das, dies, das, du's. Ich muss die Items wirklich kennenlernen und das braucht wirklich Zeit. Und als erstes bist du eh ein bisschen... Sagen wir so, gestraft, dass du nicht alles irgendwie immer am Stück spielen kannst, dass du es auswendig kannst und dann sagen kannst, jo gut, dann nehmen wir das, die, das, die, so, tralala und es ist aber nur eine Qual teilweise als Player. Du darfst nicht alles auf einmal aufnehmen, weil du kannst nicht irgendwie auf Kommentare oder tralala eingehen, das darfst nicht machen. Und ist auch doof, wenn du alles irgendwie dann spielst halt, ne? Alles in einem Rutsch und im Nachhinein, ja, da kommt man das und das, oh, hast du das gemacht? Und dort, na, und das ist ehrlich gesagt ein bisschen doofi. Ich probiere mal was aus. Ich probiere mal was aus. Ihr wird mich wieder in den Arsch kneifen, aber so ist es normal. Wir haben ja den hier. Huiuiui, hat aber gesessen. Oh, nein, das wollte ich nicht. Das wollte ich nicht. Das wollte ich echt nicht. Oh. Den Dinger kann man auch noch die Dinger zerstören. Okay, gut zu wissen. Jupp, das ist natürlich so gut. Hey, Freunde, geh auf den Sack, du Arschgeige, Penner. Lunzen, Frunze. Ja, der Typ da oben. Ah, die haben wir auch noch. Oh. Restwasch. Und. Das hier. Okay, mit diesen Dingern machen wir das nicht weg, aber mit diesen anderen Bock-Dinger halt. Das wusste ich nicht, dass man die zerstören kann. Das ist natürlich auch wieder was Neues gelernt, ne? Dazu gelernt. Wunderkeule hier, echt du doofes Ding da. Komm mal runter. Wir gehen jetzt hoch und holen in Runde, das geht so nicht weiter. Das können wir nicht machen. Okay, das ist natürlich nicht so gut. Das ist besser hier. Apfel, oh, geil. Ja, ich will ein paar Holzpfeile. Das ist auf jeden Fall... Ein roter gibt 20? Boah, also aus diesen Dingern kommt man also auch Geld. Okay, gut zu wissen. Und die Frage ist jetzt, okay, puh. Ach, grün auch noch, oh. Ne, oh, Axt brauchen wir echt eine Axt. Wo gibt's denn eine Axt? Ich habe keine Ahnung, wo es da gibt. Vielleicht muss es ja geben. Oh, Grill will, natürlich. Ich habe keine Ahnung, was denn da los ist. Nein! So ein bisschen segeln kann man ja. Irgendwo hier muss es da den nächsten Schrein oder so geben. Ich glaube, da vorne sieht es gar nicht mehr so schlecht aus. Da haben vielleicht den nächsten... Ja, ich deppert. Ich bin ja wirklich doof. So. Na gut, wir waren hier, ne? Wohin gehen wir? Wohin kommen wir? Wohin machen wir das? Dann haben wir den ersten, den letzten... Ich guck mal hier. Vielleicht haben wir hier irgendwie eine Holzfällerachse oder so im Bund. Oder können wir die mitnehmen? Eventuell gibt es hier sogar was... Ich glaube eher nicht so daran. Hier war nie irgendwas los mit Schlägerei und Co., ne?
Na, siehst du? Jetzt gibt's, ich frage mich nur, wie viele Holzbündel, aber jetzt gibt's Holzbündel. Ein paar gibt's. Die brauchen wir jetzt einfach nur, um halt unser Haus sozusagen zu finanzieren. Wie viel haben wir überhaupt? 2720. Da, wir haben ja eine Rüstung gekauft für etwa 1000. Das ist ganz klar normal, das ist gut. Wir fangen dann, glaube ich, hier gerade an, ne? Wir fangen, oder irgendwie hier im Wäldchen oder so. Ich habe keine Ahnung, wo wir am besten anfangen wollen. Ich sag's mal hier. Drei, okay, wir dürfen die nicht, oder wir dürfen die zaghaft verwenden. Okay, ein gibt ein Holzbündel. Ich weiß nicht, wie schnell die zerbettet weiter oder so. Aber ich probiere mal aus. Das ist vielleicht reicht für ein bisschen was. Aber bis jetzt sieht es offenbar gut aus. Die Holzbündel-Axt hält bis jetzt durch. Das muss ich auch irgendwie. Aber ich finde es auch. Okay, hier zwei. Ich finde es auch ein bisschen übertrieben, dass hier nur für einen Baum so gesehen. Erstens. Ein Fächer, warum auch? Wir haben jetzt eigentlich unseren. Ach, guck mal, zwei. Wir haben jetzt eigentlich unser. Warten wir jetzt wieder. Unser eigenes Flugutensil, das heißt, mit dem kommen wir eigentlich hoch. Oh, Waffen ist voll. Na gut, das ist ein Waffen. Wie bleiben wir jetzt von diesen Dingern? 15 Bündel, wir brauchen noch, ich glaube, keine Ahnung. Kommen wir den ran? Nee, das wäre auch zu schön gewesen, wenn wir mit dem rankommen hier. Wir gehen mal ein bisschen weiter weg, weil wir haben jetzt hier wirklich schon ein paar geforst und ich will nicht alles, was so kahl aussieht. Es wächst nach, Bäume wachsen nach, klar. Aber ich möchte alles wirklich kahl gehabt. Ja, ich will nicht alles kahl haben. Nicht kahl haben, sondern kahl haben. So rum hier, Hallöle, und hier geht's natürlich weiter mit der guten Axt. Oh. Okay, das geht nicht so ganz gut. Ein Bündel nur. Okay, ist es random hier, dass die Bündel irgendwie auftauchen? Weil, guck mal, hier haben wir vielleicht zwei. Im dünneren haben wir zwei. Im größeren haben wir nur einen. Das ist irgendwie random, muss ich dazu sagen. Aber gut. Okay, haben wir jetzt auch nur eines. Ich nehme auf. Okay, ich nehme auf. Zum Glück nehmen wir auf. Das wäre ein bisschen doof. Aber wenn wir die nur zum Holzfällen wenden, hält die, glaube ich, ewig, so wie ich es gerade sehe. Eigentlich auch nicht so schlecht. Also auch gut. War das 30 oder 20 Holzbündel? Ich weiß nicht recht, was wir damals bei diesem Herren gefragt haben. War es wirklich 30? Oh, nehmen wir mal ein paar mit dir. Das geht auch. Ja, können wir schon. Was ist denn los? Tja. Lass ja auch gleich irgendwie gar das Holzbündel hier stehen liegen lassen. Hey! Okay, wir gehen weiter. Ich will jetzt nicht alle Bäume abfällen. Wir gehen aber wieder ein Wäldchen weiter. Da gibt es ja mehr ungenügend. Und ich finde die Nacht wirklich. Es ist gut gelungen. Die Nacht ist, steht das Nachttier, weil es ja dunkel ist. Aber man sieht genug, um irgendwie wirklich was zu erkennen am Arm. Es ist nicht wirklich wie in Minecraft, dass wirklich. Wie nach Mod und Shade und bla bla bla, dass es wirklich dunkel ist. Sondern es ist hier wirklich angenehm hell, aber auch dunkel. Das ist eine gute Mischung, sag ich mal so. Eine gute Mischung zwischen allem. Oh, was ist hier los? Ich frage mich gerade, wie wir hier verscheucht haben. Aha, so ein Futzelding hier. Na klar, kennen wir doch alle. Sind es Oktopoden oder was? Irgendein Oktopoden oder so. Keine Ahnung. Irgendein Oktopussy halt. Ein Pussy. Ich höre es schon. Ich höre das schon hier. Was soll das überhaupt hier? Guck mal, da machen wir was anderes hier. Ja, ich glaube, die haben das zugelernt. Nein, ich deppert. Ich brenne doch mich selbst nicht nieder. Oh. Scheiße, jetzt zerbricht es gleich. Okay, wir müssen nur genügend Bäume fällen für die Ewigkeit. Fuck! Oh,
Okay, das heißt, wir... Oh, hier ist noch einer übrig. Shit, nochmal. Hey, Plötzchen. Hallo. Dudu, komm mal ran. Wir haben jetzt, ich glaube, genügend. 23, wenn es 30 wäre, dann ist es mir scheißegal. Wir müssen nach Hattino. Ach du meine Fresse. Okay, nach Hattino. In der Nacht ist wundergut. Was ist hier los? Ich hab nur mich bedankt bei dem. Nein, bei dem Plötze. Okay, dreimal ist nicht besser als zweimal. Die Frage ist jetzt so weit entfernt, wollen wir nicht Plötze kurz liegen lassen? Oder wollen wir hier zuerst. Wir wollen nicht wieder rumrennen, wir haben es jetzt gemacht. Und wir könnten jetzt zurückgehen, wenn wir nach Hattino gehen, dann mit mehr Gründen als nur unser Haus. Daher nehme ich mal wieder das Ding von der Position weg, das Ding da, weil es ist schon wirklich ein Stück. Und du musst dazu sagen, es ist nur ein Teil hier. Es ist, geht ja richtig groß los hier, ne? Also wir sind hier wirklich in einem kleinen Gebiet und ich finde das schon riesengroß, muss ich dazu sagen. Ich finde das schon gigantisch ausmaßen hier. Oh, das ist Nachtwächter oder was ist denn das überhaupt? Ist egal. Haben wir überhaupt eine Quest offen oder so? Aha. Da haben wir die Quest. Müssen wir die Titanen finden. Ach du Scheiße, und wo immer, ich hab keine Ahnung. Müssen wir eigentlich die Karte aufdecken? Das heißt. Komm, wir machen das Ding hier wieder weg. So, ohne Queste geht's besser. Nein, wir machen einfach. Da hinten ist irgendwas da. Nein, 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 plötzlich ist der Arsch, komm mal wieder her. So, hallo. Oh. Ist es der von dieser Map oder ist es der von der anderen? Ich habe keine Ahnung. Das war vielleicht, ist er vielleicht noch auf dem anderen, auf der anderen Seite des Weges und dann gibt es natürlich die andere Karte. Aber wir haben auf jeden Fall jetzt aufgedeckt. Nein, lass mich, bitte. Geh weg da, du Arschgeige. Keine Ahnung, ich hab keine Ahnung, wie man die besiegt. Null. Was ist denn das? Ist das irgendwie ein Trainingsplatz oder so von damals? Auf jeden Fall gibt es da lebendige Dinger da. Ich muss ehrlich sagen, da will ich nicht hin. Da will ich wirklich hin, wenn die da Dinger rumkutschieren und rumkursieren. Hyrule Garnisonsruine. Oh nein, 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 nein. Nein, nein, weg, 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 weg. Plötze, weg. Ah. Okay, ich bin am Arsch. Noch nicht? Was mache ich ja gerade richtig hier? Ja, wie können die Schaden nehmen? Okay. Irgendwie ein bisschen Angst, muss ich so sagen.
Boah. Warum kann ich das nicht besiegen hier? Okay, so gehen die Dinge also auch ein bisschen kaputt, aber nicht wirklich gerade so viel. Die Dinge gehen ja null kaputt hier. Ah, weg, weg. Nee, du machst es völlig falsch hier, mein Bruder. Was haben die denn überhaupt für eine perverse Angewohnheit hier? Was macht der hier? Macht er selbst mal oder wie ist denn das? Er hat... Wie jetzt? Da nimmt keinen verfickten Schaden an. Oh. Nein! Ich wollte doch noch da rein, aber du verfickster Kackinummers! Naja, meine Freunde, tut mir leid. Sorry, tut mir wirklich leid. Wir sehen uns in der nächsten Episode wieder, wenn es dann irgendwie so weitergeht. Ich habe keine Ahnung, wie du siegen. Null, niente, rien, aber wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal. Ciao und tschüss.